Jetzt ist es amtlich, die EZB steigt voll in die Assetkäufe ein, während die Amerikaner gerade aus ihrem Programm aussteigen. Die Folgen sind groß, der Euro hat seinen Höhenflug beendet und die Kapitalmarktzinsen dies und jenseits des Atlantiks gehen auseinander. Ist die deutsche Industrie der große Gewinner oder kommt etwas Gefährliches auf die Märkte zu? Wir fragen Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayern LB. Herzlich willkommen hier bei uns bei Finance TV. Grüße Sie. Die Entwicklungen sind ja ganz stark in die unterschiedliche Richtung gerichtet, was wir von der EZB vor zwei Wochen gesehen haben und das, was die Fed gerade macht. Ist das eine Zerreißprobe, die da jetzt wirklich, oder eine Machtprobe, die da gerade stattfindet zwischen den beiden großen Notenbanken? Welche Richtung die richtige ist? Ich denke, die beiden Notenbanken agieren in ganz unterschiedlichen Wirtschaftsräumen. Wir sehen in den USA, die vorher sehr viel aggressiver war mit der geldpolitischen Lockerung, dass sie langsam wieder auf den Pfad kommt, die Wirtschaft läuft, sie können langsam wieder anziehen. Und das ist in Europa einfach nicht der Fall. Die EZB war in der Vergangenheit zurückhaltender mit ihrer Aggressivität der Geldpolitik. Und jetzt müssen sie noch mal nachlegen, auch deshalb, weil die Wirtschaft nicht ins Laufen kommt und die Inflationsraten nach wie vor sehr niedrig sind. Daran haben sich die Märkte ja gewöhnt in den letzten 5 bis 10 Jahren, dass das Tempo unterschiedlich ist. Aber ich glaube, es hat seit sehr, sehr langer Zeit es nicht gegeben, dass die Banken in eine komplett unterschiedliche Richtung gehen. Ist das eine Bedrohung für die Märkte, die vielleicht auch Unsicherheit hervorrufen könnte? Es ist was komplett Neues für die Märkte, dass in dem Umfeld, in dem die Fed nach oben geht, die EZB in die entgegengesetzte Richtung läuft. Das heißt, alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, im Sinne von der US-Markt geht hoch, die Bundrenditen folgen, wir sehen die Spreads, die sich im ungefähr gleichen Maße verhalten, dass das so nicht kommen wird. Wir werden uns also daran gewöhnen müssen, dass wir neue Rekordunterschiede nicht nur der Zinsen der Zentralbanken, sondern auch der Renditen am langen Ende zwischen den USA und Europa sehen werden. Wir haben ja jetzt schon Unterschiede von bis zu 200 Basispunkten zum Teil. Ab welchem Punkt wird es denn heikel? Heikel ist schwierig zu sagen. Es ist halt die Frage, wir haben ein anderes Umfeld. Es ist schwierig zu sagen, wenn ich meine Prognosen machen möchte, USA geht hoch, ich habe eine Daumenregel, Europa folgt. Ich muss jetzt hier neue Maßstäbe anlegen. Das ist eine neue Bewertung. Europa wird über einen längeren Zeitraum über sehr viel niedrigere Renditen verfügen. Das ist nett für die europäischen Staaten, unter Umständen auch für die Unternehmen, die sich halt günstiger finanzieren können, als dies in den USA der Fall ist. Wie sieht es denn auf Unternehmensseite konkret aus? Im Staatsanleihenbereich haben wir eben diesen Spread von ungefähr 200 Basispunkten. Wie sieht es bei den Corporate Bonds aus? Bei den Corporate Bonds haben wir eine globale Rallye sicherlich gesehen. Und da werden wir dann auch im Maße, in dem die US-Renditen nach oben laufen, sicherlich auch einen gewissen Anstieg der Renditen im Corporate-Bereich in den USA sehen. Die Spreads werden sich dort auch sicherlich bewegen. Aber wir haben ja da nicht nur die Zinsen, die eine Rolle spielen, sondern auch die Qualität der Unternehmensbilanzen. Und da sieht es sicherlich noch für eine ganze Zeit lang auch in den USA gut aus. Wenn wir nicht sehen, dass das klassische Leveraging stattfindet, das dann zu einer deutlichen Verschiebung auch der Entwicklung im Corporate-Bond-Bereich führen wird. Das Geld fließt dahin, wo die hohen Zinsen sind. Das könnte man natürlich jetzt so interpretieren, dass die deutsche Industrie der große Gewinner dieses ganzen Spiels ist. Der Euro hat seinen Höhenflug beendet, der Gegenwind lässt nach. Auf der anderen Seite sind auch die Refinanzierungskosten der US-Unternehmen zum Teil erheblich höher oder könnten erheblich höher werden. Ist diese Lesart korrekt? Zum Teil ist sie korrekt. Die deutsche Industrie kann sicherlich sehr stark von dem schwächeren Euro profitieren. Auf der anderen Seite haben wir die geopolitischen Unsicherheiten, wo, glaube ich, europäische und deutsche Unternehmen stärker davon betroffen sind als US-Unternehmen. Aber generell kann man sagen, dass das der deutschen Industrie zu Pass kommt. Auf der anderen Seite sind die deutschen Verbraucher oder die deutschen Sparer sicherlich Notleidende dieser Entwicklung. Und wenn wir uns jetzt für die Unternehmen nur interessieren, ist es wirklich realistisch anzunehmen, über einen längeren Zeitraum, dass vergleichbare Unternehmen von vergleichbarer Bonität sich im US-Raum deutlich teurer verschulden müssen als im Euro-Raum? Ich glaube, es wird nicht deutlich teurer sein. Und die Frage ist immer, wie sieht das Ganze dann am Ende des Tages auf einer währungsgewichteten Ebene aus? Und da, glaube ich, werden wir weitere Bewegungen im Wechselkurs sehen, die teilweise dann diese Renditeunterschiede, die in einzelnen Währungsräumen da sind, durchaus auch wieder ausgleichen werden. Das heißt, der Euro wird sicherlich in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin zur Schwäche neigen. Wie schwach genau? Ihre Kollegen von Goldman Sachs haben schon die Parität ins Spiel gebracht für in 1-2 Jahren. Sehr gewagte Einschätzung. Ich würde sie nicht ausschließen wollen, aber in ein paar Jahren, das heißt jetzt nicht auf 12-Monats-Sicht, aber in 1, 2, 3 Jahren kann ich mir Kurse im Bereich 1,10, 1,15 sehr gut vorstellen. Da werden vor allem die französischen und italienischen Unternehmen aufatmen. Nicht nur die Unternehmen in den Ländern, sondern auch die Staaten. Ob es denen aber wirklich jetzt den Sprung nach vorne bringt in Italien und Frankreich und Spanien, das wage ich zu bezweifeln, weil gerade in Frankreich und Italien wir eine ganze Reihe von strukturellen Problemen haben, die auch mit dem schwachen Wechselkurs nicht ausgeglichen werden können.
Ich habe noch drei Fragen für Sie mitgebracht von Finance TV, die ich Sie zum Schluss bitte, zusammenfassend mit Ja oder Nein zu beantworten. Die erste Frage: Werden sich die Kapitalmarktzinsen in Europa und den USA in den nächsten 2 Jahren deutlich unterschiedlich entwickeln? Ja. Die zweite Frage: Wird die Zinswende in den USA mit einem Gewitter an den Märkten einhergehen? Man wird alles tun, um es zu verhindern. Es wird große Turbulenzen geben. Gewitter nein, größere Turbulenzen ja. Und die letzte Frage: Rechnen Sie mit einem deutlich festeren Dollar in den nächsten 6 Monaten? Ja, wir haben Richtung 1,25, was wir laufen sehen. Und dementsprechend sollte der Dollar nicht nur gegen den Euro, sondern auch weltweit weiter an Stärke gewinnen. Mario Draghi legt den deutschen Unternehmen ein kleines Geschenk ins Nest. Danke für Ihren Besuch, Jürgen Michels. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Am Mittwoch haben wir eine ähnliche Sendung zu einem ähnlichen Thema. Und zwar, wir schauen uns den High-Yield-Markt an, wo sich die Zinslandschaft gerade auch ein bisschen verändert. Für Unternehmen eine spannende Zeit. Wir schauen, was dahinter steckt. Schauen Sie rein, wir würden uns freuen. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.